Ich präsentiere euch das Thema Accessible Fun und was ich darunter verstehe und mit was ich mich da seit Jahren beschäftige. Also um was geht's? Was ist das Problem? Was motiviert mich? Ich habe mit dem Zivildienst begonnen und bin in ein Wohnheim für Jugendliche gekommen, die hauptsächlich im Rollstuhl waren, teilweise von Geburt an, teilweise unglücklich vor Unfall. Und mir ist da aufgefallen bei der Pflege und mit der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, dass es ganz viele gibt, die sehr gern Computer spielen, teilweise auch vor dem Unfall sehr viel Computer gespielt haben und irgendwie dann probiert haben. Sie haben halt dann zum Beispiel die Hände nicht mehr ganz bewegen können oder gar nicht mehr bewegen können und haben trotzdem versucht, mit Maus und Tastatur irgendwie die Spiele noch zu spielen, aber das war halt einfach sehr schlecht bedienbar, weil eine Tastatur, eine Maus funktioniert für uns natürlich, die funktionierende Hände haben, sehr, sehr gut. Aber das war für sie einfach sehr schwer. Sie haben die Maus nicht mehr ordentlich drücken können. Manche Tasten waren nicht zugänglich oder mehrere gleichzeitig zu drücken. Und ich habe dann begonnen, dass ich Eingabegeräte für sie umbaue. Zum Beispiel auf Joysticks längere Hebel dran gemacht habe, die sie mit dem Mund bedienen haben können. Also die haben dann wirklich so ein Holzstück dran geklebt an einen Analogstick. Den haben sie im Mund genommen und auf einmal war es möglich, dass sie sehr fein wieder zum Beispiel Autorennspiele spielen konnten. Das zweite ist auch immer Taster, habe ich sehr viel verwendet. Die habe ich, man sieht da einen und da auch den Super Mario, weil das war gleich eins meiner ersten Projekte, dass ich einen Jugendlichen Super Mario zugänglich gemacht habe, indem ich ihm einen Taster links am Kopf noch dazugegeben habe, weil er konnte eigentlich sehr gut mit einer Hand noch links-rechts laufen und springen, nur links-rechts mit so einem Joystick. Und er hat dann einen Taster an den Kopf bekommen. Und jedes Mal, wenn er da dagegen gehaut hat, was sehr gut ging, ist er gesprungen und der hat dann Super Mario wieder gespielt und war happy. Was ist dann Feuerbälle schießen und Rennen? Das geht natürlich auch alles, auf das komme ich dann gleich noch zu sprechen. Das ist auf der Arbeitsseite. Genau. Und dann kann ich gleichzeitig Feuerbälle und springen. Genau, da muss man dann eben je nach Anwendungsfall kann man da ganz eigene, komplexe oder sehr einfache Eingabegeräte bauen. Und es gibt dann nur ein zweites Problem, auf das ich später gestoßen bin, und zwar, es gibt eigentlich, wenn man jetzt einmal weggeht von der Computerspielwelt, sehr wenig Spielzeuge für Kinder und auch Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen. Es gibt zwar nur in der Frühförderung sehr viele Dinge, wie so ein Bären mit einem Taster, da haue ich einmal drauf mit der Hand und er macht wah und schreit, oder ich habe irgendwie so einen Dinosaurier oder einen Würfel. Aber irgendwie Kinder ab 8 Jahren wird mit so einem Teddybär relativ schnell fad und langweilig. Und so Dinge wie eine Carrera-Rennbahn oder ein Modellauto ist einfach von der Eingabebedienung, die Joysticks sind nur für Menschen, die eben die Hand gut bedienen können, optimiert und sind für sie sehr schwer bedienbar gewesen. Und ich habe eben dann begonnen, weil ich leidenschaftlicher Modellbauer bin und Modellflieger bin, dass ich mir überlegt habe, welches Spielzeug möchte ich eigentlich einmal beginnen zu hacken, zu modifizieren und adaptieren, um die Steuerung zugänglich zu machen für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Und barrierefreier Modellbau hat sich auch deswegen so gut angeboten, weil ich tausche eigentlich die Fernbedienung, die für uns, für zwei Hände, die wir gut bedienen können, optimiert ist, aus. Baue dann meine eigene Fernbedienung für die Person und wenn, egal welche Fähigkeiten sie hat, sie die Fernbedienung bedienen kann, hat sie sofort Zugriff auf alle Möglichkeiten, die es gibt, ob das Flieger sind, Schiffe sind, Boote sind, kann man beim Konrad die volle Palette kaufen und muss dann nicht jedes Spielzeug einzeln wieder adaptieren, was dann einfach auch gleich eine sehr große Welt eröffnet. Zu Beginn, also ich habe dann auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich mich während meinem Studium in Linz der Informatik sehr viel aufgrund meiner Erfahrungen im Zivildienst mit dem Thema beschäftigt hat. Und in Linz gibt es auch ein Institut, das sich mit dem beschäftigt und auch einen Non-Profit-Verein, der mich dann zum Glück sogar angestellt hat und mir noch mehr Spielwiese geboten hat. Und da haben wir mit einem Kollegen gemeinsam einen ersten Prototypen gebaut und das waren so kleine Infrarot-Helikopter, mit denen man Indoor fliegen kann.
und haben mit dem Asterix-System, das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich das sehr komplexe System in dem kurzen Talk erkläre, aber ganz kurz zusammengefasst, das ist eine Open-Source-Software, mit der ich ohne Programmierkenntnisse assistierende Technologien, also Hilfsmittel bauen kann, um jetzt Spielzeug anzusteuern, den Fernseher zu steuern. Das wäre ein ganz eigener Talk, aber basierend auf dem System haben wir eben diesen Prototypen gebaut. Auf GitHub ist ja der ganze Source und ganz viel Dokumentation zum Asterix-Projekt zu finden und haben dann quasi eine Steuerung für Infrarot-Helis gebaut, die rein mit dem Mund funktioniert hat und dann auch noch mit EMG, mit einer Schulterbewegung, weil die Person, mit der er das entwickelt hat, hat die rechte Schulter nur ganz leicht heben können. Und da haben wir EMG-Sensoren, basierend auf OpenEEG, so ein offenes Gehirnstrom-Messinstrument, das wurde umgebaut, um EMG-Signale perfekt zu lesen. Und da sind und basierend auf dem haben wir einen Prototypen gebaut. Da gibt es auch ein Video, das könnt ihr euch anschauen. Das ist auf www.ki.at/helikopter. Und dort findet ihr auch die gesamte Software, die Umbauanleitung für das OpenEEG, die wir getätigt haben, die Arduino-Schaltpläne und kann man eigentlich relativ einfach nachbauen. Und das haben wir dann weiterentwickelt zu dem sogenannten 4D-Joystick, haben wir das genannt. Und das ist jetzt unser Pro-Modell, was auch drei Personen mittlerweile verwenden. Der erlaubt es eben Flug-, Schiff-, Automodelle nur mit dem Mund zu bedienen. Also wir sprechen da von der Zielgruppe mit einem Querschnitt wirklich über die Schultern. Also auch, man braucht nur die Kopffunktionalität, um fliegen zu können. Das Einzige ist, ein bisschen eine Kraft ist gut beim Mundbereich. Also Personen mit ALS zum Beispiel, müsste man ein bisschen einen feineren Sensor bauen, wie wir jetzt haben. Er bietet 6 Eingabekanäle, das reicht aus, um wirklich die großen 3D-fähigen Hubschrauber zu fliegen und aber auch jeglichen Modellflieger und Quadrocopter zu steuern. Es gibt da einen Lehrer-Schüler-Modus, den er unterstützt, einfach deswegen, weil jeder muss fliegen lernen und das natürlich auch Menschen mit Behinderungen und 6 Modellspeicher, was jetzt nicht so wichtig ist. Wie ist der Aufbau? Und das ist eigentlich jetzt interessant. Also man geht eigentlich, wenn man assistierende Technologien baut und also Eingabegeräte, schaut man sich eigentlich zuerst einmal an, was kann die Person eigentlich noch? Und in dem Fall war die Mundfunktionalität voll da, der Kopf konnte bewegt werden und auch die Atmung war sehr gut. Darum haben wir auch das Saugen und Blasen verwenden können, wie wenn man so einen Strohhalm blast. Das kann ich dann gleich zeigen. Und das erste Modul, möchte ich gleich mal herzeigen, ist das Mundstück, was die Person quasi in den Mund nimmt. Das haben wir ausgeschnitten aus einem Jausenbrettel und es hat nämlich den Vorteil, dass Jausenbretter biokompatibel sind. Also man kriegt biokompatibel einen Kunststoff-Jausenbretter, die noch dazu eine Modelliertemperatur haben bei ca. 80 Grad oder knapp drüber in dem Fall sogar. Und wir haben da einen Gebissabdruck reingemacht. Also wir haben das in kochendes Wasser geschmissen, die Person hat reingebissen und das ist abgekühlt, einfach, dass der Grip nur ein bisschen besser wird. Der Joystick ist ein ganz normaler Standard-Joystick aus einer Modellfernbedienung. Die kann man als Ersatzteil kaufen und dann haben wir quasi in das Gehäuse reingebaut. Es gibt einen Touchscreen, hauptsächlich um Sensor, also um Betreuungspersonen, die es natürlich bei Rollstuhlfahrern trotzdem braucht, weil den Hubschrauber selber aufzubauen ist nur ein Problem und die können da dann auch die Modelle auswählen und wie das Modell gesteuert wird. Wir haben Anschlüsse, Digitalanschlüsse, wo meistens 2 Taster rankommen, um jetzt zum Beispiel die LED-Beleuchtung einzuschalten beim Quadrocopter, um den Flugmodus des Quadrocopters zu ändern. Ja, oder den Pitch zu ändern bei den Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob es Modellbauer gibt, denen diese Begriffe alle was sagen, aber da gibt es unendlich viele Möglichkeiten im Modellbau, wie man Dinge steuert. Und wir haben ganz lange getüftelt, wie wir quasi das Gas umsetzen können, weil wir können jetzt mit dem Joystick, den kann die Person nach links bewegen, nach rechts, fliegt der Flieger links, rechts, rauf, runter, ist nach unten und nach oben fliegen und dann fehlt uns irgendwie immer noch das Gas. Und darum haben wir den ganzen Joystick auf eine Linearführung gelagert und mit einem Schiebepotentiometer kann die Person quasi den Joystick zu sich heranziehen und wegschieben und steuert so das Gas. Und hier sieht man auch den Schlauch, der zum Mundstück geht. Das Mundstück ist quasi angebohrt und dann hat es einen Schlauchanschluss. Und wenn die Person reinbläst oder ansaugt, das ist ein analoger Drucksensor, kann man das Ruder zum Beispiel, also das Seitenruder beim Flugzeug nur steuern. Und so hat man alle 4 Eingabemodalitäten, die man bei Hubschrauber, bei Quadrocopter oder bei Flieger hat,
haben wir so umgesetzt. Genau, der Joystick hat ein Arduino drinnen und nimmt quasi alle Sensordaten auf und wandelt die in ein sogenanntes PPM-Signal um. PPM ist ein Standard in der Modellbaubranche für die Lehrer-Schüler-Kommunikation und um Steuerungsdaten auf eine Fernbedienung zu übertragen. Und da gibt es so Funkmodule, wie zum Beispiel von Divention. Das steckt man hinten einfach an und man schickt quasi dieses digitale Signal raus. Und die Funkmodule, das ist zum Glück auch ein Standard, was in dem Fall sehr geholfen hat, weil man alle großen Modellbauhersteller bieten genau solche Module an, wandelt es in das jeweilige Funksignal um und schickt die Signale dann zum finalen Modell. Genau, ich kann ein kurzes Video mal zeigen, wie der dann verwendet wird. Das ist der Gerhard Nussbaum, mein Kollege. Also man sieht da jetzt der Joystick rechts im Eck, vorne der Quadrocopter, das ist nicht ganz ideal gefilmt. Jetzt haben wir den Fokus quasi, wie fein er steuern kann mit dem Mund. Und er zieht ihn auch eben immer ganz leicht zu sich hin und wieder weg und reguliert so das Gas, um im Schwebeflug zu bleiben. Es war noch relativ am Beginn, mittlerweile fliegt er schon mit in St. Valentin, beim Modellflugverein ist er mittlerweile Mitglied und fliegt große 500er Hubschrauber, also die voll 3D-fähig sind. Genau. Da sieht man ein bisschen die Elektronik. Ja. Genau, und da bin ich schon bei meiner Abschlussfolie und da möchte ich jetzt quasi alle Erfahrungen nochmal zusammenfassen. Das erste ist einmal, ich habe jetzt ein Beispiel gezeigt, was mir eigentlich, das war das größte Projekt, wo wir zu zweit gearbeitet haben und auch unser erfolgreichstes, weil das war einfach der erste Prototyp und ich habe jetzt nur das finale Produkt hergezeigt. Das waren natürlich ganz viele Iterationen, ganz viele User-Tests. Aber barrierefreies Hacken und gerade auch Spielzeughacken ist sehr, sehr umfangreich, weil man kann anfangen mit reiner Software, wo wir sprechen von Computerspiele zum Beispiel auch zu programmieren, die vielleicht blinde Personen unterstützen, wo vielleicht nur das Gehör verwendet wird, um was zu steuern und nicht immer der Bildschirm das wichtigste Element ist, um es überhaupt zu bedienen zu können. Es ist ganz viel Hardware-Basteleien, also wir sprechen da von eigenen Eingabegeräten, die man bauen kann. Man kann zum Beispiel Sprechtafeln ist immer ein gutes Thema. Es gibt ja auch Personen, die jetzt nicht so gut kommunizieren können mit anderen. Und da kann man dann, die haben so Tafeln vor sich und die sind leider sehr, sehr teuer. Also die kosten, wenn man die kauft, ein paar tausend Euro. Und in Wahrheit ist es nichts anderes wie ein Icon mit zum Beispiel Essen drauf oder ich habe Durst. Und die Person drückt halt da drauf oder es läuft ein Blinklicht. Das nennt man Scanning zwischen den Dingen und wenn das Licht zum Beispiel bei Ich habe Durst aufleuchtet, haut die Person auf den Taster und das System sagt Ich habe Durst. Da gibt es in Kanada eine Gruppe, die hat sowas auf Raspberry Pi Basis und Open Source gebaut um $50 und die Schulen kaufen es trotzdem sehr ungern und kaufen lieber dann die fertigen Lösungen, aber ich kann nur alle motivieren, auch in den Schulen, wenn ihr Personen kennt, baut sowas für die Personen, wenn sie es nicht von den Eltern oder von der Schule bekommen. Sie werden es nutzen und sich sehr freuen. Man findet sehr viele neue Freunde, also man lernt neue Leute kennen, schaut zum Beispiel, es gibt diese Integrationsklassen, da sitzen oft Rollstuhlfahrer, geht hin, fragt sie auch einmal nicht nur im schulischen Kontext, sondern was wollt ihr machen eigentlich in der Freizeit? Gibt es was, wo wir gemeinsam spielen können? Und ja, da entwickelt sich dann eher aus den Vorlieben, findet man dann Themen, wo man ganz viel basteln kann, gemeinsam bauen kann. Man hat natürlich viel Spaß und es ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie man mit Code die Welt verbessern kann. Danke.